Berlin, ey. Ich hab ne Mansion in Calabasas und meine Neighbors sind die Kardashians und auch ein Spieler von den Lakers. Ich hab einen Indoor-Pool und einen Outdoor-Pool und eine Bowlingbahn. Ja, mein Haus ist cool. Zu meinem Grundstück gehört ein See und manchmal chill ich dort und beobachte die Sonne dort am Horizont und denk an früher und auch daran, was die Zukunft bringt. Vielleicht hab ich schon bald einen neuen Diamond Ring. Diese Dinge sind zwar schön und ja, ich freu mich drüber, aber das Wichtigste im Leben sind die Freunde, Brüder und die Familie, die Kinder, wie es ihnen geht. Wenn man Zeit verbringt mit Freunden, ist es einfach great. Es gab so manche Tage, wo ich echt verzweifelt war. Ich hätte nie gedacht, ich werde mal ein reicher Star. Doch hab es insgeheim gehofft und geträumt davon. Hab die Rhymes geschrieben in der Hoffnung abzublowen. Verdammt, ich will das Geld und deswegen rapp ich. Es fühlt sich gut an, wenn man sich kauft einen Gucci-Teppich. Und wenn man Vasen hat aus teurem Porzellan aus China und einen Private Chef und außerdem noch einen Diener und einen Gärtner, der mit Präzision die Hecke stutzt, dann kann man sagen, ich hab meine Chance im Rap genutzt. Yeah, und ich hör nicht auf, ich mache weiter. Ich will immer weiter rauf auf der Karriereleiter. Man denkt, verdammt, es geht nicht mehr. Dann kommt von irgendwo plötzlich ein Licht einher, um dir zu zeigen, Mann, du solltest noch nicht aufgeben. Es wird alles gut, irgendwo tief in dir drin steckt ein ganzer. Wenn man denkt, verdammt, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo plötzlich ein Licht einher, um dir zu zeigen, Mann, du solltest noch nicht aufgeben. Es wird alles gut, irgendwo tief in dir drin steckt ein ganzer Mut. Mit einem Interview. Did you know? Did you know? Also werden hier Joints geraucht oder was? Ich nicht. Die anderen schon, glaube ich. Also ich hab grad, ich weiß nicht, ob es Spaß war gerade oder nicht. Das ist ja wie, wenn Chris sagt, ja, lass mal Heroin spritzen und so. Ja. Weißt du, du machst ja auch, ja klar. So, jeder weiß, es ist halt nur ein dummer Scherz. So. Und, aber keine Ahnung. Also, wir haben eine Pen hier geraucht. Kann auch sein, dass es normale Kippen waren. Ich bin da nicht so drin. Ich bin nur so der Kaffeemensch. Okay. Was hältst du von der neuen Trenddroge Tilidin? Tilidin? Hast du vor, mal darüber zu rappen? Tilidin weiß ich nicht, theoretisch in Verbindung zu Andy. Das ist so ein Typ, den habe ich auch auf dem Park kennengelernt. Da bin ich nämlich nach der ersten Nacht, du bist ja immer einen Tag vorher da, bevor die Gigs sind, deswegen habe ich ja hart getrunken, war krank besoffen und bin dann morgens halt aufgestanden mit so einem abgefuckten Kater und so. Bin dann so rumgelaufen, da habe ich diesen Andy kennengelernt und wir haben so voll random irgendwie sowas gegenseitig gesagt und dann habe ich auf einmal den ganzen Morgen mit dem gechillt. So locker so 5 Stunden oder so. Der war auch Veganer. Der hatte in seinem Zelt hatte so frisches Gemüse und hat so gekocht und so. Und der ist quasi in dem Moment, wo ich von meinem Kater aufgestanden bin, ist der von seinem Tilidin aufgestanden. Weil er an dem Tag irgendwie, der hatte halt Tilidin dabei, weil er es von irgendeiner OP dabei hatte. Irgendeine Rippe gebrochen oder so hatte der. Deswegen hat er den ganzen Tag einfach gepennt und ich hab den ganzen Tag halt gesoffen. Und dann haben wir uns da getroffen und das war mega geil. Wir sind rumgelaufen. Wir haben uns halt auch über das Verfahren mit Wasser im Rock'n'Park beschwert, also so, dass du auch für die Duschen Geld bezahlen musst und sowas und das Wasser irgendwie schwer, du musst viele Wege laufen und so, nichts das. Wir sind so, Digga, der hat gemeint irgendwie so, wenn du zu Hause dich duschst oder irgendwas und so weiter, so erst ab 60 Liter oder so Wasserverbrauch merkst du so quasi, dass du irgendwas bezahlt, so. Dann fängt es erstmal an, so. Im Rock'n'Park musst du irgendwie so eine Dusche oder so, obwohl das Festival schon über 200 Euro kostet, irgendwie nochmal 5 Euro oder so bezahlen. Und du bist so, Digga, Alter. So, abgefuckte Kapitalisten, Junge. Ist schon Abzocke, oder? Mann. Also, es ist ein geiles Festival, es ist ein geiles Feeling, es sind geile Bands und so, aber es ist halt trotzdem krass kommerziell. Warum der Shankra für 100 Euro 6 Tage in der Schweiz, das Gore Festival.
in so einem Riesental mit Wasserfall und so. Ultra nice, bestes Festival. Da war auch Duschen umsonst. Also. Schalke könnte ich auf jeden Fall empfehlen. Beste. Da kann man auch Molly chillen. Das ist so eine Freundin von mir. Molly? Mhm. Wer ist sie mit Nachnamen? Weiß ich eigentlich gerade gar nicht. Und die findest du gut? Ach, die ist ganz nett, ne? So die ganze Nacht oder? Kennst du den ganzen Tag? Immer eigentlich. Ja. Ja. Hast du schon mal die Maria, also die Maria Jana kennengelernt? Ja, die ist cool. Die finde ich auch mal. Ist auch eine gute Freundin. Mhm. Die ist öfter mal da. Du trinkst auch viel mit der. Die chillt gleich mit uns, die kommt gleich. Ach so, nice. Alter, geil. Korrekt? Meine Schwester heißt Anna Maria. Geil, Mann. Ja, Molly kommt auch gleich. Ja. Ich freue mich schon. Ja, same. Ah, Susi. Ihr habt gestern Susi nicht getroffen, oder? Weiß nicht. Ja, was ist da? Hat sich mir nicht vorgestellt. Susi, White Powder. Ich hab Susi nirgendwo gesehen. Warte, habt ihr mit Susi gechillt? Nee. Alter, Ehre. Ja, ich mag die nicht so. Die anderen irgendwie nicht mehr so Bock. Die wollten dann alleine chillen. Ja, aber ich wollte gleich auf jeden Fall mit Alice chillen. Alice? Mhm. Wer ist Alice? Das ist Alice B. Ah. Aber das ist illegal. Nee. Das ist actually erlaubt. Die haben es heute Morgen, hast du nicht gesehen? Google mal. Die haben heute Morgen haben die LSD erlaubt. Echt? Ja. Okay. Aber Mariana nicht. Das ist ja ein Ding. Hast du gehört? Die haben ja LSD erlaubt. LSD ist jetzt legal. Ja? Heute Morgen. Ach komm. LSD ist jetzt legal. Ja, Büsche. Ach, Lüge. Nein. Du kannst aber echt gut so Geschichten erzählen, oder? Nö. Nee? Also zumindest besser als ihr. Ist auf jeden Fall real. Mhm. Ja, wenn du eine Frage brauchst, ich hab noch ein Problem. Ja, frag mich doch mal, was hier drin ist. In was ist drin, Bruder? Was denkst du denn? Cradle and Sprite. Oh. Ich bin aufgestanden, das ist quasi Frühstück. Was frühstückt man so? In so einer Tasse, wenn man aufsteht, chillt. Kokoskraton? Hä? Kokoskraton? Nein! Apropos Kratom, was geht heute? Ich bin schon hart verkatert, so ungefähr mal Kratom. Passt ganz gut, oder? Also, ich hab gehört, die. Kramiana kommt auch vorbei. Wer ist das? Die kennst du ganz gut, hab ich. Also die hast du schon öfters. Also die tust du allen vorstellen normalerweise. Ach so, ja, ja Mann. Ja, Alina ist nicht da, die kann das gut erklären. Wo ist Alina? Jo. Gutes Interview. 10 Minuten. Speicher ist voll wahrscheinlich. 10 Minuten war das. Was sagt der Kameramann dazu? Ist das alles gut gelaufen? Passt.